Das KIT steht ganz prägnant für die Forschung und da hat man die Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Felder reinzuschauen. Chemielaborant ist sehr vielseitig auf jeden Fall, von der Synthese über die Analytik. Man bekommt so ein breites Spektrum. Dadurch, dass wir in der Ausbildung sind, dürfen wir verschiedene Abteilungen besuchen, mitarbeiten und werden dann mit integriert. Und dann renne ich halt den ganzen Tag im Labor rum und mache Sachen. Da ändert sich auch manchmal die Farbe oder es dampft oder es raucht. Das ist eigentlich ganz lustig. Es ist mehr ein Anwenden der Chemie und weniger ein Auswendiglernen, wie es vielleicht von der Schule her bekannt ist. Also man soll eigentlich immer einen Kittel anhaben, wenn man im Labor steht. Schutzbrille eigentlich auch immer. Man muss da auch was rechnen, also vor Zahlen sollte man sich nicht fürchten. Eigeninitiative zeigen. Man braucht eine ruhige Hand. Man muss halt auch mitdenken und dementsprechend ist es auch ein wahnsinnig kreativer Beruf. Wenn ihr wissen wollt, wie Dinge funktionieren, dann kommt ans KIT und lernt den Beruf des Chemielaboranten.